Hallo liebe Freunde der gepflegten Pedalumdrehung, ich begrüße euch ganz herzlich zur Saison 2021. Wir haben Ende März, der Winter ist noch nicht ganz vorüber, zumindest hier in unseren Breitengraden. Die Natur braucht noch ein paar Tage, um sich voll zu entwickeln. Das heißt, wir werden mit den Touren noch ein bisschen warten, mal schauen, wie es an Ostern aussieht. Aber neue Räder sind da, und zwar zwei an der Zahl. Da mache ich dementsprechend auch zwei Videos draus, wegen der besseren Übersichtlichkeit. Und die möchte ich euch jetzt in Form eines Previews vorstellen, nicht ein Review. Ich bin nämlich noch keinen Meter mit diesen Rädern gefahren. Ich habe sie gerade zusammengebaut, aber die Fakten möchte ich gerne an euch weitergeben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Es ist immer das Gleiche. Bevor man sich ein Rad zulegt, sollte man sich erst die Frage stellen, für was brauche ich denn das Rad? Bei mir ist da die Anforderung eigentlich immer das Gleiche. Das heißt, ich möchte in erster Linie mit dem Rad Touren fahren. Vollkommen egal, ob das jetzt ein asphaltierter Weg ist oder auch mal ein kleiner Feldweg. Und ich möchte mit diesem Rad in der Stadt unterwegs sein, mich mit Freunden treffen. Dementsprechend brauche ich bei meinen Rädern immer eine Vollausstattung. Was heißen soll, das Rad muss der Straßenverkehrszulassungsordnung entsprechen, Schutzbleche, Licht und dergleichen dabei haben. Das hat dieses Rad, für das ich mich dieses Jahr entschieden habe, nämlich das Merida Espresso EP8 Edition EQ. Ein fürchterlich langer Name. Was das Rad alles zu bieten hat, das möchte ich euch jetzt zeigen. Das Rad ist mit einem klassischen Diamantrahmen ausgestattet, mit einem leicht geslopten, also leicht gebogenen Oberrohr. Das sind diese klassischen Dreiecksrahmen, die den Rädern enorme Stabilität verleihen. Und das ist für mich eben nicht ganz unwichtig, denn ich bin 1,90 groß, ich habe 85 Kilo. Zumindest wenn ich nackt auf der Waage stehe, da kommen meistens dann noch ein bisschen Fahrradklamotten dazu. Das heißt, es wird noch etwas schwerer und meine Hebel sind dementsprechend groß, dass es sicherlich keine schlechte Wahl ist, ein Rad mit großer Torsion, großer Steifigkeit zu fahren. Ja, das Merida gibt es in unterschiedlichsten Größen. Das fängt ganz klein an mit der Größe XS. Das sind dann 43 cm von der Rahmengröße. Geht über S mit 47 cm, über M mit 51 cm, nach L zu 55 cm. Und das hier ist die größte Rahmengröße, die es gibt, ein XL. Da haben wir dann 59 cm Rahmengröße. Ich habe mir das Rad in diesem schicken Rot hier zugelegt. Wem das zu aggressiv ist oder zu offensichtlich, der kann auch noch auf Matt Anthrazit ausweichen. Das ist die andere Farbvariante, in der das Rad angeboten wird. Das ist etwas dezenter. Ja, die Räder wiegen so um die 25 Kilo. Ich sage deswegen Räder, weil es ja in unterschiedlichen Größen gibt. Angegeben ist die Größe M in 24,4 Kilogramm. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn der Rahmen etwas größer wird, wird es halt auch etwas schwerer. Und ganz wichtig ist die maximale Gewichtszuladung bei dem Rad. Also das zulässige Gesamtgewicht ist 140 Kilogramm. Jetzt, wenn wir diese Rechnung aufmachen, wie ich sie vorhin hatte, bei mir selbst, 85 Kilo wiege ich, dann kommen ja noch Klamotten dazu, Schuhe und dergleichen. Nehmen wir mal rund 5 Kilogramm, dann bin ich bei 90 Kilogramm. Wenn das Rad rund 25 Kilo wiegt, bin ich bei 115. Das heißt, dann habe ich noch 25 Kilo, die ich zuladen kann. Hinten Packtaschen und dergleichen. Passt für Touren wunderbar. Aber aufpassen, die etwas größeren und schwereren, da ist das maximale Gesamtgewicht, das zulässige Gesamtgewicht des Rades schon relativ wichtig, weil es gibt ganz, ganz viele Räder, die sind bei 125 oder 130 Kilogramm. Da wird es manchmal dann gerade beim Tourenradeln, wenn man ein paar Tage unterwegs ist und was mitnehmen muss, schon ziemlich eng. Ja. Zu guter Letzt noch der Preis. Das Rad kostet laut Liste 3.699 Euro. Für was man es dann bekommt, muss man schauen. Ihr wisst selber, das ist jetzt ein aktuelles Modell 2021. Gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Spannend wird für mich der Fahrkomfort von diesem Rad sein, denn auf dem Rad sind 28 Zoll Felgen und dementsprechend auch die dementsprechenden Reifen. Aber die Reifen, die wir hier verbaut haben, sind ein Continental Contact Cruiser, was also so ein klassischer Urban Reifen ist, also der in erster Linie eigentlich sehr stark dafür geeignet ist, auf Asphalt zu fahren, ab und zu auch mal einen Feldweg, würde also genau meinen Zielbereich treffen. Aber
er hat nur 2 Zoll, also er ist nur mit 2,00 von der Breite her. Das heißt, wir haben keinen allzu dicken Reifen auf diesem Rad. Und jetzt haben wir hinten auch einen Hardtail, also hinten ist es auch nicht gefedert. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der Fahrkomfort ist. Aber davon berichte ich euch, wenn ich dann das Review mache. Aber da fahre ich mit dem Rad erstmal 1000 Kilometer, damit ich genau weiß, von was ich spreche. Ja, was gibt es sonst noch Großes im vorderen Bereich zu sagen? Wir haben natürlich das Licht, lässt sich hier oben ein- und ausschalten. Kann ja nichts dazu sagen. Wie gesagt, 0 Kilometer, auch nicht bei Nacht gefahren, kommt eben auch im Review. Dann haben wir hier die Bremsanlage, das ist alles von Shimano. Die hat einen Durchmesser von 18 cm, also 180 mm. Das sollte vollkommen ausreichen. Ich hatte es in einem anderen Video schon mal gesagt, je größer die Bremsanlage ist, also je größer der Scheibendurchmesser ist, desto besser ist das Ganze, weil einfach die Wärme mehr abgeleitet wird. Und da geht es in erster Linie darum, wenn man einen Pass hinabfährt und an den Kehren immer wieder anbremsen muss, dann erhitzt sich das Ganze sehr, sehr stark. Und da muss die Scheibe einfach gerade bleiben und darf sich nicht verziehen. Das ist hier der Fall, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Dieselbe Bremsanlage haben wir auch im hinteren Bereich. Ist natürlich alles hier wunderbar mit Scheibe geregelt. Sattelstütze ist da, die ist dieses Mal nicht kompatibel zu verstellen. Das heißt, die muss man hier mit einer Schraube festziehen. Finde ich schwach, da wäre ein Schnellspanner meines Erachtens besser gewesen. Sattel ist so eine Geschichte, kennt ihr vielleicht auch schon von mir. Da tausche ich immer aus, da habe ich meinen eigenen Sattel. Auch da werde ich euch mal irgendwas dazu erzählen in einem etwas größeren angelegten Video. Und zur Technik kommen wir jetzt gleich. Ja, das Merida ist, wie es im Namen schon mit dem Espresso EP8 und so weiter unterstrichen wurde, mit dem nagelneuen EP8 von Shimano versehen als Antriebseinheit. Da bin ich hochgespannt drauf. Der Motor leistet 85 Newtonmeter. Der hat also unheimlich viel Kraft, hat richtig nochmal draufgelegt im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem 8000er. Da bin ich echt gespannt, ob das wirklich smooth dahin geht, ob die Kraftübertragung etwas besser ist. Ich war da nicht ganz so zufrieden mit dem, was sie vorher gehabt haben. Aber da lassen wir uns einfach auch mal überraschen. Als Akku ist hier drin verbaut. Ihr seht wunderbar hier im Rahmen integriert. Ein 630 Wattstunden Akku. Da bin ich am meisten drauf gespannt. Das war nämlich einer der Gründe, wieso ich dieses Rad hier genommen habe. Denn mein 504 Watt Akku, da habe ich immer ganz schön schauen müssen bei den längeren Touren, wie ich hinten noch weiterkomme oder wie ich ankomme. Das sollte damit ja hoffentlich erledigt sein. Aber auch dazu wird es irgendwann mal ein separates Video geben, auch zum Thema Ladekurven und dergleichen Vergleich mit mehreren Rädern. Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend. Geladen wird der Akku entweder von hier heraus, da gibt es ein zugehöriges Ladegerät, kann man einfach an die Steckdose hängen, oder man kann den Akku auch rausbauen. Das wird immer dann interessant, wenn man auf Tour ist und vielleicht in der Garage den Akku nicht lagern möchte, sondern ihn lieber mit aufs Zimmer nimmt, baut man raus und lädt ihn dann auf dem Zimmer. Sehr clever gelöst haben sie hier die Vorbauthematik. Und zwar hier ist ein flexibler Vorbau dabei, wo man bis 30 Grad nach unten gehen kann und bis 40 Grad nach oben. Und das ist für den Komfort eine ganz entscheidende Geschichte. Denn je weiter der Vorbau nach vorne zeigt, also wenn ich ihn jetzt hier ganz waagerecht habe oder gar noch weiter unten, umso mehr überstrecke ich den Rücken und dann ist das Ganze einfach etwas sportlicher. Das heißt, meine ganze Lage ist etwas flacher auf dem Rad. Ich bin etwas windschnittiger, habe weniger Kräfte von vorne, die ich verdrängen muss von der Windkraft. Habe aber das Problem, dass natürlich mein Rücken einfach gestreckt ist und ich brauche ein bisschen mehr Kraft im Rücken und vor allem im Schulterbereich, um das Ganze eben auch gut abfedern zu können. Wenn ich jetzt komfortabel fahren möchte, drehe ich das Ganze einfach weiter nach oben. Das heißt, mein ganzer Bereich, der ganze Lenker wandert mehr zu meinem Körper hin. Ich bin nicht so stark überstreckt, habe zwar etwas mehr Windwiderstand, was jetzt kein Problem ist, weil ich habe schließlich einen Motor mit dabei und kann aber ganz entspannt fahren. So kann also jeder das so einstellen, wie er möchte. Das geht mehr oder weniger stufenlos. Hier einfach mit dem Imbusschlüssel die richtigen Winkel einstellen. Kann man ein bisschen rumprobieren und dann bekommt man sicherlich eine ideale Stellung. Kommen wir zu dem, was an diesem wunderbar flexiblen Vorbau dranhängt, nämlich dem Lenker. Der Lenker hat hier eine Breite von 66 cm. Das ist in meinen Augen ausreichend, um genug Stabilität herzubekommen für alle Situationen, die auftreten können. Da baut man ja dieses klassische Dreieck links und rechts, die Hände, die Arme und über den Brustgürtel auf, um eben diese Stabilität auch zu bekommen.
Ja, an diesem Lenker haben wir hier diese Griffe dort, die sehr schön ergonomisch geformt sind, hier mit diesen Ausfallenden. Das ist wichtig hier für die Handballen, gerade bei längeren Touren, damit das Blut nicht abgequetscht wird und man einem die Hände nicht einschlafen. Haben sie toll gelöst. Dann haben wir natürlich links und rechts die beiden Bremshebel für die beiden voneinander unabhängigen Scheibenbremsen vorne und hinten. Und hier finden wir noch den Rapid Fire Griff. Das heißt, hier wird das hintere Kettenritzel rauf und runter geschaltet. Das hat übrigens eine Weite von 11 Zähnen am kleinsten Ritzel rauf bis 51 zum größten. Das heißt, da ist für alle Eventualitäten was dabei. Gerade beim 1,50er, da spricht man nicht mehr von einer Übersetzung, sondern sind wir weit in einer Untersetzung mit dabei. Ja, und dann haben wir hier drüben noch die Steuereinheit. Und diese Steuereinheit, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie denn dieses sehr rudimentäre Teil sich so schlägt. Schauen wir uns gleich einmal im Detail an. Wenn wir das Fahrrad scharf geschalten haben, erscheint das Display mit dieser relativ rudimentären Anzeige. Da ist oben einfach eine Batterie, die zeigt uns den Batteriestand an, momentan natürlich ganz voll. Das nächste wären dann die gerade aktuelle gefahrene Geschwindigkeit in km/h, ist natürlich 0, ist klar, wir stehen ja. Und dann haben wir drei Anzeigen, Range, Distanz und Odo, also sprich die Gesamtdistanz. Das lässt sich hier einfach durchschalten, das war es dann auch. Hier diese beiden Pfeile geben die Unterstützungsstufen an. Momentan könnten wir das Rad bewegen, einfach ganz normal wie ein normales Fahrrad ohne Akku, also ohne Unterstützung. Wenn wir hier einmal drauf drücken, bekommen wir hier einen Strich hin. Das heißt, wir unterstützen jetzt im einfachsten Modus. Zweiter Strich etwas stärker und dritter Strich ist maximal. Genauso geht das Ganze hier auch wieder zurück. Das heißt, ich kann immer für die dementsprechende Situation mir die richtige Unterstützung aussuchen. Und wie üblich, wenn ich hier unten auf dem unteren Strich bleibe, dann wird in die Schiebehilfe umgeschalten. Das brauche ich, wenn ich das Fahrrad mal schieben will. Irgendwo, es geht ein bisschen bergauf in die Garage oder wo auch immer, ist es sicherlich ein sehr nützliches Utensil. Um das Rad mit Strom zu versorgen, ja, da hat sich Merida was Besonderes einfallen lassen. Normalerweise macht man das ja am Lenker mit einem Knopf irgendwo und schwuppdiwupp, der Strom ist da. Ich habe lang gesucht, habe es dann gefunden am Unterrohr. Da gibt es hier unten einen kleinen Kunststoffpropfen, den muss man hineindrücken, der hat einen fürchterlich schlechten Druckpunkt. Dann ist der Strom da, dann ist oben die Steuereinheit scharf geschalten. Und um den Strom wieder rauszunehmen aus dem Fahrrad, genau dasselbe, einmal hier drauf drücken und der Strom ist weg. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, das sei dahingestellt. Werde ich euch auch im großen Review dann zeigen, wie ich damit klargekommen bin. Wenn irgendjemand noch eine andere Idee hat, wo man vielleicht woanders einschalten kann, bitte lasst es mich wissen. Ja, was haben wir sonst noch? Wir haben hier die Kurbeln mit den Pedalen oben drauf. Klar, brauchen wir zum Fahren. Das Ganze hängt an einem 38er Kettenblatt dort. 38, 40, 42, relativ normal, eben mit hinten diesem Ritzelpaket von 11 bis 51, alles wunderbar zu fahren. Da haben wir hier eine Kettenabdeckung. Wie ich damit klarkomme, ich bin ja eigentlich kein Freund von solchen Sachen, werde ich euch auch im Review mitteilen. Dann gibt es hier ein Schloss, das immer mit dabei ist zum Zumachen. Wir haben die Schutzbleche vorne und hinten, die aus Aluminium sind. Auch da müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze so bewährt. Das kann immer, gerade wenn man so leicht auf dem Schotter fährt, wenn man zieht kleine Steine mit drauf, ganz schön klimpern. Auf der anderen Seite ist so wenig Positivprofil an den Reifen mit drin, dass ich gar nicht glaube, dass man da großartig was mit drauf zieht. Dann haben wir natürlich hier den Gepäckträger. Der ist wichtig, dementsprechend eben für die Packtaschen, wenn man auf Reisen unterwegs ist oder auch nur einen Tagesausflug macht. Dann haben wir hinten das Katzenauge und natürlich auch das in den Gepäckträger integrierte Rücklicht. Alles LED mit dem Vorderlicht natürlich gekoppelt. Das heißt, wenn vorne an ist, ist hinten auch an. Auf der anderen Seite ist auch noch die Stütze. Ja, der ist ganz wichtig, weil diese Stütze, die Radstütze, die ist in der Höhe auch verstellbar. Sprich, da kann man sich ein bisschen anpassen, wie man gerade beladen ist. Um das geht es in erster Linie, wie schräg das Fahrrad stehen soll, ohne dass es eben umfällt. Ja, das war's. So als kleiner Preview. Mit diesem Rad bin ich also jetzt die nächsten Wochen und Monate unterwegs. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Wie ich bereits angekündigt habe, schon ein paar Mal, es gibt einen dementsprechenden Review, also einen richtigen Test dann, wenn wir mal irgendwie 1000 Kilometer drauf haben auf dem Rad. Grundsätzlich nochmal zu der Steuereinheit. Die Steuereinheit kann man zwar koppeln mit einem Handy. Das läuft über Bluetooth.
Ist aber so, ich habe selbstverständlich mein Handy hier vorne mit einer Halterung drauf. Da läuft aber im Endeffekt das Routing ja, auf diesem Handy. Und da habe ich eigentlich keine Lust, mir das Ganze zu belegen mit den Angaben, die das Rad gerade macht. Insofern bin ich da am meisten gespannt mit der kleinen, mit dem kleinen Display hier, ob man da klarkommt. Ja, es gibt noch ein zweites Preview, und zwar von einem Raymon TourRave 7.0. Seid gespannt darauf. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so war, Daumen nach oben würde ich mich freuen. Über Abo würde ich mich genauso freuen, wenn ihr mir geben würdet. Ansonsten bleibt mir gewogen. Wenn ihr ein bisschen Vorfreude haben wollt auf das, was kommt in dem Sommer, schaut mal unten in den Touren. Vielleicht findet ihr die eine oder andere Sache, die euch animiert. Ansonsten bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bike Mike.